bitte wieder auf deinen Rücken. Und beobachte den Kontakt, den du jetzt im Moment mit dem Boden hast. Was kommt in den Vordergrund deiner Aufmerksamkeit im Moment? Ganz sanft rolle nochmal deinen Kopf zur einen Seite und zur anderen Seite. Dieses Rollen des Kopfes ist für uns eine der wichtigsten Fragen, die wir einem Menschen in seinen Bewegungsfähigkeiten stellen können. Die Freiheit unserer Fernwahrnehmungsorgane, die alle im Kopf sitzen, die Augen, die Nase, die Ohren, diese Freiheit der Fernwahrnehmungsorgane ist zentral für unser Überleben. Die ganzen Fernwahrnehmungsorgane sind alle paarweise angeordnet. Wir haben zwei Augen, wir haben zwei Ohren, wir haben zwei Nasenlöcher. Und wir können unsere Umwelt orten, indem wir uns in Richtung einer Quelle, was auch immer die Quelle wäre, sei es etwas, was wir sehen können, was wir hören können, was wir riechen können, indem wir uns dem zuwenden. Und das machen wir über diese paarweise Anordnung unserer Fernwahrnehmungsorgane, indem wir dann auf die Quelle orientiert sind, wenn der Impuls auf beiden der Fernwahrnehmungsorgane, also auf beiden Ohren, beiden Augen oder beiden Nasenlöchern, der gleiche ist. So misst unser Nervensystem, wo etwas herkommt. Und für unser Überleben ist es elementar wichtig, diese Fähigkeit zu haben, die Fernwahrnehmungsorgane in diese Richtung zu organisieren. Daher taucht diese Frage nach dem Rollen des Kopfes immer wieder auf. Das wäre jetzt so eine rein biologische Erklärung für die Art und Weise, wie wir uns im Raum und damit in unserem Leben organisieren. Aber es gibt auch noch andere Aspekte. Da gibt es ein Nervensystem, das im Laufe der Zeit unterschiedliche Dinge erfahren und gelernt hat. Und wir beginnen die Welt nicht nur zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, sondern wir geben diesen Sinneseindrücken, die wir wahrnehmen, regelmäßig auch Bedeutung. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal trivial an, aber ich möchte euch gerne ein Beispiel dafür geben, wie schnell wir etwas Bedeutung geben und wie leicht man diese Bedeutung eventuell auch wieder verändern könnte. Komm bitte wieder auf deine rechte Seite. Nimm wieder die Kissen, die du noch bei dir liegen hast, um es dir ein bisschen bequem zu machen. Finde erstmal eine bequeme Position, auf dieser rechten Seite zu liegen. Und ändere dann einzig und allein, dass du dein linkes Bein, das ist das Bein, das jetzt Richtung Zimmerdecke wärts gewandt ist, nach unten gerade verlängerst. So als ob das in der Achse deiner Wirbelsäule dort liegen kann. Mehr oder weniger gerade, du musst das Knie nicht durchstrecken, du musst nichts wirklich durchstrecken, hab dieses Bein dort einfach liegen und hebe dann dieses lange linke Bein einfach mal vom Boden ab und spür nach, wie schwer fühlt sich dieses Bein an, wie schwer ist das Bein. Und komm wieder zurück, mach das ein, zweimal. Und dann lass es sein und leg die beiden Beine wieder aufeinander, die beiden Knie aufeinander. Und nimm deinen linken Arm und greif über deinen Kopf hinweg zu deiner rechten Schläfe mit deiner linken Hand. Ihr kennt das vielleicht,
Zumindest bei uns ist das oftmals ein Maßstab, wie man Schulfähigkeit von Kindern bemisst. In dem Augenblick, wo ein Kind mit seiner Hand das gegenüberliegende Ohr berühren kann, in dem Augenblick ist es schulfähig. Das ist einer der Tests, den Ärzte machen. Also du hast den Arm über den Kopf liegen und dann ganz sanft mit Hilfe deiner linken Hand beginne deinen Kopf weg vom Kissen zu heben. Und bring ihn wieder zurück und beobachte ein paar Mal, wie machst du das? Was passiert bei diesem Heben des Kopfes? Wie ändert sich zum Beispiel der Kontakt auf deiner rechten Seite zum Boden? Kannst du spüren, in dem Augenblick, wo du den Kopf auf diese Art und Weise vom Boden weghebst, dass sich dein Schulterblatt wieder über die Rippen bewegt, aber gleichzeitig die Rippen auf deiner linken Seite ein kleines bisschen anfangen, sich ineinander zu falten. Die Rippen auf der linken Seite nähern sich ein bisschen aneinander an und die Rippen auf der rechten Seite müssen die analoge Bewegung auf der anderen Seite machen. Die öffnen sich etwas und ein anderer Teil deines Selbst kommt in Berührung mit dem Boden. Und beobachte, gibt es da irgendeine Antwort in deinem Becken auf diese Bewegung? Bleibt dein Becken einfach so liegen oder was passiert dort? Spürst du eine Veränderung des Gewichts auf der rechten Seite im Becken zum Boden? Und es gibt prinzipiell es gibt drei Möglichkeiten, wie das Becken reagieren könnte. Die erste Möglichkeit wäre, es passiert keine Bewegung im Becken. Mach die Bewegung mal so, dass gar nichts passiert mit deinem Becken. Die zweite Möglichkeit wäre, du hebst den Kopf vom Kissen ab und gleichzeitig bewegst du die linke Seite deines Beckens ein bisschen nach unten, so als ob du diese linke Seite des Beckens ein bisschen wegschieben wolltest von dir. Und beobachte, wie organisiert siehst du diese Bewegung. Und die dritte Möglichkeit wäre, du hebst den Kopf und lässt die linke Seite des Beckens in Richtung deiner linken Schulter kippen. Also du bringst sozusagen die linke Seite des Beckens näher zu deiner Schulter und beobachte, welche dieser Möglichkeiten ist die, die deinen Kopf am leichtesten werden lässt. Genau. Und dann lass es sein, komm heraus, roll dich auf deinen Rücken, mach einen Moment Pause. Noch einmal bitte, komm zurück auf deine rechte Seite. Hab wieder die beiden Beine in dieser Position aufeinander liegen. Aber dieses Mal bring dich mal bitte auf deinen rechten Ellbogen und Unterarm hoch. Du kommst in so eine hoch aufgestützte Position. Dein rechter Ellbogen ist am Boden, dein rechter Unterarm ist am Boden. Und spür erst mal nach, wie kommst du in diese Position? Wie liegt dein Becken in diesem Moment am Boden auf? Und dann nimm wieder die linke Hand, greif über den Kopf zu deiner rechten Schläfe und beginne dann wieder eine ähnliche Bewegung zu machen, dass du dieses Mal eine Bewegung machst und dir vorstellst, dein linker Ellbogen wandert doch ein bisschen mehr nach links hinüber. Wenn du diesen Bogen weiterführen würdest, dann würde dein linker Ellbogen anfangen, in Richtung der linken Seite deines Beckens sich zu bewegen. Und spür, was passiert zwischen deinem rechten Ellbogen und deiner rechten Seite des Beckens. Kannst du spüren, dass ein Teil deine Rippen sich dort in Richtung Boden absenken kann und komm zurück zur Ausgangsposition und von dort aus lass den linken Ellbogen weiter nach rechts hinüberwandern, so als ob du ihn noch weiter in Richtung Zimmerdecke bewegen wolltest.
Und beobachte, wie organisierst du diese Bewegung? Genau, und spür nach, was kann dein Brustkorb in dieser Bewegung machen, um dem Kopf diese unterschiedlichen Positionen im Raum zu ermöglichen. Und bring deine Aufmerksamkeit mal absichtlich zum unteren Rand deines Brustkorbs und spür nach. Einmal hebt sich der untere Rand des Brustkorbs ein bisschen weg vom Boden und einmal sinkt dieser untere Rand im Brustkorb in Richtung Boden. Und was macht dein Becken dann in dieser Position? Genau, mach einen Moment Pause. Und noch einmal bitte, komm zurück auf deine rechte Seite. Wieder in die gleiche Position auf deinem rechten Ellbogen und Unterarm. Aber dieses Mal bring mal dein linkes Bein lang nach unten. Genau, in so eine Position, wie es so ähnlich wie das ganz am Beginn war. Und stell dir vor, irgendwas läge unter der Fußsohle deines linken Fußes und du wolltest das so ein bisschen wegschieben nach unten. Und beobachte, wie machst du das? Wie kannst du diese Bewegung finden? Genau, du kannst gerne die linke Hand auf den Boden stellen und ein bisschen unterstützen und beobachte, wie kannst du dieses linke Bein länger werden lassen? Und dann komm wieder zurück und lass dieses linke Bein auch ein paar Mal kürzer werden. Wie würdest du das organisieren? Wie kannst du das linke Bein näher zu dir herholen, ohne das Knie zu beugen? Wenn du das Knie beugst, machst du was anderes. Und dann ein paar Mal schiebt das Bein weg nach unten, ein paar Mal holt das Bein näher her. Und spür, was passiert in deinem Brustkorb, was passiert mit deiner Wirbelsäule. Und gibt es da irgendeine Antwort deines Kopfes auf diese Bewegung? Wenn du den Kopf jetzt mit einladen wolltest, diese Bewegung des linken Fußes nach unten und oben zu unterstützen, was würde der machen? Genau. Und viele von euch entdecken, einmal wandert das rechte Ohr in Richtung rechter Schulter, einmal wandert das linke Ohr in Richtung linker Schulter. Nimm den linken Arm, bring ihn über den Kopf und mach mal die gleiche Bewegung, die du gerade vorher mit dem Kopf gemacht hast, aber während du gleichzeitig dein linkes Bein verlängerst und verkürzt, wann würdest du den Kopf heben und wann würdest du den Kopf senken? Alex, ich würde gern was mit dir zeigen, wenn ich das darf. Okay. Ich komme mal hier rüber. Leg dich erstmal auf die Seite. Und die Fragen, die ich gerade eben bisher gestellt habe, die haben irgendwie ganz viel damit zu tun, was in unserer Körpermitte passiert. Also wenn du dieses Bein zum Beispiel, wenn es lang ist, abhebst, dann gibt es ganz, mach noch nicht, Alex, mach noch nicht. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, diese Bewegung zu organisieren. Aber ein Grundprinzip, das wir in der Feldenkrais-Methode immer wieder suchen, ist die Überlegung, wenn wir große Teile heben wollen, dass es sinnvoll ist, auch unsere große Muskulatur zu benutzen dafür. Also, Alex, nimm noch mal das Bein nach unten, das linke Bein,
Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, das ist ein ziemlich langer Hebel, der dort unten dran ist an diesem Bein. Wenn ich mir vorstellen würde, ich möchte dieses linke Bein heben, dann gibt es prinzipiell verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, ich halte dieses Becken mehr oder weniger an einer Position und hebe dieses Bein und ich kann schon spüren, sie zittert in ihrem Bein. Komm wieder runter. Das ist eine ziemlich schwere Arbeit, die eigentlich passieren muss in der Muskulatur, die von dem Bein über dieses Hüftgelenk hinweg zum Becken hingeht. Das sind relativ kleine Muskeln. Wenn ich mir vorstelle, ich würde dieses Bein heben, aber dieses Mal die Bewegung anders organisieren, anstatt dass ich das Becken hier ruhig halte, stelle ich mir vor, das Becken könnte diese Bewegung übernehmen. Hier muss eigentlich gar nichts passieren und ich rolle einfach nur das Becken in diese Richtung. Dann wird das Bein von den Muskeln gehoben, die hier drinnen sind. Das sind die größeren. Das sind die, die diese Arbeit viel leichter machen können. Und wenn jetzt, ich spüre schon, das Bein wird auf einmal leichter, auch für mich jetzt zu halten. Komm nochmal zurück, Alex. Und spüre nochmal selber nach den Unterschied, wenn ich hier dein Becken fixiere und du hebst das Bein, spüre, wie sich das anfühlt. Und dann stell dir vor, anstatt dass du dir vorstellst, das Bein zu heben, stell dir einfach nur vor, du rollst das Becken in diese Richtung und hebst das Bein. Du spürst, das ist ein Riesenunterschied, oder? Ja, schon, gell? Okay, komm nochmal zurück und beug nochmal dein Knie. Und nimm nochmal das Bein nach unten. Und ich komme nochmal hierher und ich nehme mal meine Hände hier an den Brustkorb. Weil was dann auch ganz interessant ist, wenn sie jetzt dieses Bein hebt, jetzt hat sie entdeckt, sie kann das Becken hier mitrollen lassen. Das heißt, es verkürzt die Muskulatur hier. Drei Lagen, ziemlich kräftige Muskeln, die da drinnen sind. Komm nochmal zurück. Wenn du das Bild noch ein bisschen erweitern würdest, Alex, und dir vorstellen würdest, es ist nicht nur das Becken, das nach oben rollt, sondern gleichzeitig senkt sich der Brustkorb hier auf dieser Seite ein bisschen in Richtung des Beckens. Und eingeladen habe ich dich, das zu spüren, indem du den linken Arm über den Kopf nimmst. Nimm mal den linken Arm über den Kopf, so wie du das gemacht hast, und heb nochmal den linken Ellbogen und spür nach, schau, ich fixiere mal hier deinen Brustkorb und jetzt heb den Kopf und spür nach, wie sich das anfühlt. Komm zurück und jetzt heb nochmal den Kopf und lass deinen Brustkorb hier nach unten gleiten. Und könnt ihr sehen, wie viel mehr sie im Kopf hebt dabei. Und jetzt kombiniere mal diese beiden Bewegungen miteinander. Heb mal dein Bein genau und spür mal nach, was du hier tust. Genau, und komm wieder zurück. Noch einmal. Genau. Und komm wieder zurück. Was interessant ist, das können dann nachher gleich auch alle ausprobieren, ist, für die meisten von uns ist es leichter, das Bein zu heben, wenn wir gleichzeitig den Kopf heben. Komm nochmal, heb nochmal, spür mal nach, wie sich das Bein anhebt. Jetzt lass den Kopf liegen und komm zurück zur ersten Version, die du vorher gemacht hast. Nimm mal den Arm hier raus, fixier dein Becken und heb nochmal das Bein und spür nach, wie sich das anfühlt. Ja, und dann heb nochmal das Bein und lass das Becken mitrollen. Hey. Und auf einmal ist die ganze Alex dabei, das Bein zu heben. Eine ganz andere Bewegung. Vielen Dank. Ich komme wieder zurück. Du mach Pause. Und ihr anderen, kommt bitte auf die Seite und probiert mal aus, was diese Unterschiede waren. Und es ist gar nicht so wichtig, das Bein durchzustrecken, sondern spürt nur nach, wie unterschiedlich die Organisation ist, wenn ihr die Bewegung des Beins aus der Mitte heraus macht. Und dann absichtlich lasst nochmal das Becken liegen in der Position, wie es am Anfang war, und spür nach, was dann anders ist. Und dann macht bitte alle Pause.
Und komm wieder zurück auf deine rechte Seite noch einmal, ein letztes Mal für diese Erkundung. Und bring dich wieder auf deinen rechten Ellbogen und rechten Unterarm. Und lass uns einfach noch einmal kurz koordinieren, wie diese Bewegung mit der vorherigen zusammenhängt. Nimm nochmal dein langes linkes Bein nach unten. Hab die linke Hand irgendwo vor dir am Boden aufgestützt, dass du dich da nicht halten musst. Und beginne nochmal, dein linkes Bein nach unten zu verlängern und etwas näher zu dir herzuziehen. Und beobachte, was der Kopf als im Gegenzug zu dieser Bewegung machen möchte, um dem Bein leicht werden zu lassen. Ich komme noch einmal ganz kurz zu Alex her. Ich mache gar nicht viel, aber mach weiter die Bewegung, weil jetzt kann man es wunderschön sehen. Könnt ihr sehen, dass dieses Bein verlängern nach unten und Bein hochziehen nach unten genau die gleiche Frage stellt? Nur dieses Mal muss sie das Gewicht des Fußes nicht weg vom Boden heben. Also sie kann sozusagen die Erkundung, die wir brauchen, damit das Bein sich heben kann, machen, ohne das Bein zu heben. Und das ist eine der Strategien, die wir ganz oft in der Feldenkrais-Methode benutzen, Bewegungen in eine Position zu bringen, dass es leicht wird zu erkunden, was passiert. Nimm nochmal das linke Arm, den linken Arm über den Kopf und dann beobachte, mach weiter mit diesem Verlängern des R. Und spürst du, dass du es jetzt anders machst? Ja, du hast vorher was gemacht, komm nochmal zurück. Du hast vorher was gemacht, als du das Bein verlängert hast, hast du gleichzeitig, bleib hier oben, hast du gleichzeitig den Kopf gehoben. Mach das nochmal. Du hast genau das hast du vorher gemacht. Spür nach, wie sich das anfühlt. Und dann komm zurück zu dieser Bewegung, so zu machen. Was ist der Unterschied? Genau. Danke, Alex. Probiert auch mal aus, wie das ist, den Kopf zusammen mit dem Bein zu bewegen. Ihr werdet feststellen, das ist eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Gebaut sind wir anders. Es ist leichter, genau, das ist das, wie wir gebaut sind. Den Kopf mit dem Fuß nach unten zu bewegen, ist eine Entscheidung, die unser Nervensystem trifft. Genau, und dann komm noch einmal auf deine rechte Seite zurück. Also lass den Ellbogen wieder nach vorne kommen, leg deinen Kopf ab. Und nur um es noch einmal auszuprobieren, lass dein linkes Bein lang nach unten kommen. Und mit einer Bewegung, in der du alles das benutzt, was du gerade eben entdeckt hast, heb dieses linke Bein vom Boden ab und beobachte, wie hebt sich das jetzt weg. Lass das alles sein, roll dich auf deinen Rücken. Spür nochmal, wie du dich im Moment erlebst. Und als ich vorher gesagt habe, wie schnell wir Entscheidungen, Bewertungen über Bewegungen geben, habe ich genau so was gemeint. Wir entscheiden, was sich schwer anfühlt in unserem Leben und was sich einfach anfühlt. Und oftmals entscheiden wir das anhand dessen, wie wir uns eigentlich auf eine ungünstige Art und Weise organisieren. Kleine Veränderungen in unserer Organisation können die Leichtigkeit oder die Schwere im Leben komplett verändern. Noch einmal, roll bitte deinen Kopf ein bisschen zur einen Seite und zur anderen Seite. Und spür nach, gibt es da irgendein Echo der Bewegungen, die wir gerade eben gemacht haben? Und dann stell beide Beine auf, finde deinen Weg über eine Seite und komm hoch ins Stehen. Für einen Moment spür nach, wie du dich jetzt erlebst im Stehen. Und dann geh ein paar Schritte. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.